da steht extra, ist extra ein Bild drauf. Man muss nicht mal lesen können, um das zu verstehen. Aber nein, nimmst immer wieder den falschen Hebel. Mal ein bisschen klappern. Da ich weiß, dass ihr immer dabei seid, ist das auch halb so schlimm. Hui, Moinsen, Donnerstag, 17. Juni. Herzlich willkommen in Vlog Nummer 212, glaube ich. Ja, sollte so sein. Ich will jetzt mal eben heute Vormittag eure Pakete fertig packen. Na, das dauert nicht den ganzen Vormittag, aber heute Morgen eure Pakete fertig packen, die Bestellung, damit das eben schier ist und dann nachher mit der Post mit kann. Und vorher, wie immer, wenn ein Paket kommt, mache ich noch mal einmal ein bisschen Auspacking. Unboxing, wie das hier auf YouTube Deutsch heißt. Ich habe den Karton schon aufgeschnitten, ganz oben liegt ein Zettel, darf gezeigt werden, also machen wir das jetzt. Reingeguckt habe ich noch nicht, sondern hier ganz oben drauf darf vorgelesen werden, steht hier. Dann lesen wir, bevor wir auspacken, auch direkt vor. So, hui, moin Sven, aus deiner Wunschtüte von Amazon dieses Päckchen. Deine Videos sind super, vielen Dank dafür. Schaue sie mir immer wieder gerne an und freue mich jedes Mal riesig, wenn ein neues kommt. Man könnte glatt meinen, das ist wie Weihnachten. Das freut mich. Am Telefon sagtest du ja bereits, er hatte das bestellt über die Wunschliste, das war aus irgendeinem Grund zu ihm gekommen. Der hatte angerufen. Am Telefon sagtest du ja bereits, dass du noch nicht weitergekommen bist mit dem 818, weil zu viel zu tun ist und zu wenig Zeit. Ich kenne das sehr gut. Ich versuche seit einem Monat die Schlepper zu waschen und so weiter und komme nicht dazu. Schicke Akkuleine, die du da bekommen hast. Zwecks der Reifen hätte ich etwas breitere genommen, zum Beispiel wegen dem Sandboden, den du hast. Umso weniger versinken die Anhänger, wenn die voll beladen sind. Das stimmt. Auf dem Acker definitiv überhaupt keine Frage, aber wir fahren ja primär auf der Straße und wir fahren sehr, sehr viel Straße damit und deshalb glaube ich, dass es so besser ist, Rollwiderstand und so weiter, Spritverbrauch. Ja, wird sich zeigen. Aber jedem das Seine und du weißt, was du tust. Ja, das sehen wir dann, ob ich das weiß. Was machen deine Kartoffeln? Kannst du mal ein Update geben? Ich bin selber begeistert von den Pflanzen. Ja, wir fahren. Ach, das sieht ihr ja beim Regnen. In meiner Ausbildung hatten wir auch Kartoffeln, Speise sowie Stärkekartoffeln bzw. Vermehrung. Wenn du mal Hilfe brauchst bei der Ernte oder bei anderen Dingen, die dringend erledigt werden müssen, gerne melden. Ich fahre gerne Auto. Und so weit ist das ja nicht. Habe ich jetzt noch nicht. Ostfriesland, ah ja, okay. Gerne einfach mal per WhatsApp schreiben, Telefonnummer. Wie war die Eröffnung des Hofladens? Habt ihr ja im letzten Vlog gesehen. Mega, richtig schön. Er meinte ja das Hofcafé wahrscheinlich. Ja. Schreibfehler darfst du behalten. Dankeschön, habe ich selber aber auch schon ganz schön viele. Deine Familie, alles Liebe und Gute. Mach weiter so, lass dich nicht ärgern. Ganz liebe Grüße aus Friesland, Kreis Aurich, Tobias. Also, wie auch schon am Telefon gesagt, ganz lieben Dank. Und jetzt bin ich gespannt, was wir hier haben. Außer Verpackungsmaterial. Das darf ich wieder nehmen. Hoppala. Verpackungsmaterial. Dünne Wette. Kabelbinder. Ja, guck an. Aber nicht nur Kabelbinder. Wir haben hier noch Kaiserbrauerei Naturpilz. Sehr geil, Tobias. Und dann haben wir noch Verpackungsmaterial. Das nehme ich auch nochmal. Hier auf meinem Chaos-Stapel. Im Moment ist hier ein mega Chaos. Aber ihr wisst ja, ich habe anderes zu tun, als im Moment hier aufzuräumen. Das geht dann Montag dabei. Im Moment nur das Nötigste, damit ich hier klarkomme mit dem Packen und dann geht es draußen weiter. Ich muss auch noch freischneiden. Nein, eigentlich hätte ich das heute Morgen machen müssen. Das wird so heiß heute. Ich habe schon mega Sonnenbrand mir eingefangen. Aber die Pakete gehen vor und dann muss ich dann beim restlichen Ausmähen eben schwitzen, ist das so. Also später. Oh, Alter, die Sonne brennt auf dem Sonnenbrand. Das zickt, das gibt's überhaupt nicht. Teufel, ey. Ich weiß nicht, ich habe nicht aufs Thermometer geguckt, aber wir sollen heute 35 Grad kriegen. Und jetzt haben wir das. Eure Pakete habe ich alle fertig. Jetzt haben wir das. Viertel vor 10. Wir haben da hinten ja ein bisschen unsauber gearbeitet. Ich will mehr. Da liegt noch ein bisschen Heu rum. Und sparen ist keine Schande. Spori ist kein Schand, sagt der Schwab.
hole ich jetzt davon Heu ein bisschen für die Ponys. Die bleiben jetzt eben drin, weil der Schatten reicht nicht für die und das ist zu heiß. Die müssen heute im Schatten im Stall bleiben, da ist besser für die, ist luftig und auf jeden Fall brennt ihnen die Sonne nicht aufs Fell. Junge, 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 Junge. Das noch schnell. Hier ist auch noch genug Arbeit. Ich wollte noch mal irgendwie den Grubber hinterspannen. Im Moment ist nicht so wirklich ein Trecker frei. Mirko ist noch mit mal 18 unterwegs, ein Gülletransporter, fährt noch Gärreste durch die Weltgeschichte. Dann ist mein Vater jetzt gerade mit dem 414 unterwegs, der bringt noch wieder Grassilage zur Biogasanlage, dass der Haufen auch mal kleiner wird. Naja, und an dem 716, da hängt noch der Wender dran, dann müssen wir nachher auch noch wieder los, das Heu noch mal umdrehen. Ja, auf jeden Fall hier noch grubbern. Dann muss ich das noch grob abstecken, wie der Zaun soll, das habe ich auch noch nicht gemacht. Dann den Rest noch ausmähen mit dem Freischneider, der liegt hier noch. Ja, und dann kann hier der Zaun hin. So, das wird unsere Schleuse. Hier fehlen jetzt noch Gummizüge, dass die Türen sich selber zuziehen. Alter, die Sonne brennt, das gibt's überhaupt nicht. Ah. Die Türen sollen sich selber zuziehen. Hier ist eine Tür, da steht jetzt hier der Vollpfosten dran, damit die nicht aufgeht. Von da kann man dann reinkommen, Tür aufmachen, zieht sich dann automatisch wieder zu. Wobei man diese eigentlich auch mit der Hand, das weiß ich nicht, vielleicht mache ich hier auch nur einen Haken rüber, das sehen wir noch. Und diese Tür, die kann man dann aufdrücken, reingehen und die zieht sich dann mit Gummizug, so ist die Idee zumindest, selber wieder zu. So dass hier von den Tieren, die auf der Weide laufen dürfen, sich keins verpissen kann. So, was hier auffällt, ist wenig Schatten. Da hinten sind die Bäume von der Straße, die schmeißen Schatten auf die Weide, da können sie sich schon hinlegen. Trotzdem reicht das noch nicht, deshalb wollen wir morgen noch mal beigehen und noch eine Beschattung bauen. Ich hatte mir da was rausgeguckt, diese klassischen Pferdedinger mit diesem Plandach, das kennt ihr ja alle von den Pferdeweiden überall. Aber da wollen die irgendwie 1700 Euro für haben und das war mir jetzt zu viel Geld dafür. Da bauen wir selber was. Aber das seht ihr morgen. So, jetzt fahren wir ein Stück weiter vor. Ach Scheiße, ich wollte noch tanken. Der Tank ist leer. Ah. Da löffel ich mir jetzt eben ein bisschen Heu hier rein. Schaufel voll machen, jetzt klingelt auch noch das Telefon. Bis gleich. Das ist das Heu, das muss ich alles abholen, bevor es Regen gibt. Das ist hier einfach beim Wenden nicht aufgepasst, ey. Scheiße. Aber wer den Schaden hat, ne? Aber Ponys und Esel werden sich darüber freuen.
Maxi, hast du Bock auf Heu? Ja, Brot und Möhren habe ich jetzt nicht dabei. Gott, ist das eine Hitze, das geht gar nicht. So, mal eben eine Palette aufgeladen. Nachmittag fahre ich schnell wieder los, eben Kartoffeln holen. So, schnell wieder in Schatten mit dem Autowagen. Aber... schon mal stark klar damit. Ina und Ursel haben Eis gemacht. Oh, das war ein Krampf, ey. Oh, war keine Glukose zu kriegen. Naja, jetzt hat das ja doch noch geklappt. Das sollte eigentlich gestern schon noch losgehen. Aber das ist jetzt auch soweit erledigt. Die Milch, die wir bestellt hatten, ist verarbeitet, glücklicherweise, weil das wäre richtig scheiße geworden. Die Milch war im Kühlhaus. Und ja, wenn da Zutaten fehlen, das ist ja nicht ärgerlich, ne? Aber es hat geklappt. So. Jetzt stellen wir ihn hier hin. Dann machen wir jetzt das Mittag fertig, Kinder holen, Mittagessen, Kinder den Kleinsten ins Bett und dann fahre ich los, Kartoffeln holen. Ja. Kartoffeln holen. Das wird immer jetzt, ne? Das wird viel zu heiß, ey. Der Mais rollt sich, die Kartoffeln werden zu trocken, dagegen kann kein Mensch bewegen. Das ist keine Chance, klappt nicht. Aber zumindest ist die Beregnung heute Nacht zu Ende gelaufen, beziehungsweise heute Morgen, wenn der Rest. Das heißt, wenn die Kartoffeln zu Hause sind, fahre ich wohl mal los und versuche die umzustellen. Dass die heute Abend wieder an kann. Und mein Vater, der fährt jetzt noch mal einmal eben das Heu umdrehen an der Wümme. Und dann kann das eigentlich heute Abend in Schwad, also einmal durchschwaden. Morgen noch mal umdrehen, dann könnte der morgen Nachmittag schon zum Essen kommen. Bei dem wird er jetzt das Trocknen wieder ab wie Sau. Ne? Das geht echt schnell. Dazu kommt, dass das natürlich auch ein alter Grasbestand, der ist schon holziger als normal, also da, das sollte morgen gehen. Aber eins nach dem anderen. Boah, das ist mir zu warm, ey. Scheiße. 10 Grad weniger wär schon echt warm. Das würde eigentlich reichen. Ich weiß nicht, diese über 30 Grad Geschichte, das braucht doch keiner, oder? Boah. Später. Erstmal hier die Schläuche weg. Immerhin ist das bis zum Ende durchgelaufen. Ob es ganz eingezogen ist, weiß ich noch nicht. Das sehen wir gleich. Also machen wir mal den hier zu. Junge, 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 Junge. Ich habe fälschlicherweise, hatte ich gesagt, dass wir uns hier in Flock Nummer 212 befinden. Das ist aber gar nicht so, weil als ich die Dateien für den vorletzten überkopiert habe, dass eigentlich 211 sein sollte, habe ich festgestellt, Alter, das ist viel zu lang. Also das war wirklich viel zu lang, das waren ja 2 Stunden Material, über 2 Stunden Material, Rohmaterial so. Und deshalb habe ich daraus 2 gemacht und deshalb ist das hier schon Flock Nummer 213. Also erstmal einmal das Ventil aufmachen, dass ein bisschen Druck ablässt hier. Kein Bock hier auf Duschen. Da ist nämlich noch ganz schön ein bisschen Bums drauf. Ja.
zum Glück pimmelt das. Oh, ist der weit genug rüber? Ach, bitte, bitte, bitte. Ja, oh, Gott sei Dank, wenigstens. Na, hat er jetzt wieder. Hält sich Grenzen. Ah. Mann. So, da. Der Schlauch kommt auf die Maschine. Warte mal, hier muss er irgendwo die Kupplung. Nee, das war ein langer. Aha. Doch. Doch noch eine Kupplung. Oh, der kommt hier auch runter, oder was? Ach, Mann, ey. Jo, Vater ist gerade los. Der holt die Dichtung danach, was ich gestern gezeigt habe. Im letzten Video war es ja jetzt quasi schon an der Maschine. Dann können wir die umschrauben. Mann, ich brauche beide Hände, das ist doch kacke so. Deckel zu. Jetzt. Ach komm, Akku sparen, sonst ist der nachher, wenn es lustig wird für euch, ist der Akku wieder alle. Ich sammle jetzt hier die beiden Schläuche ein und dann fahre ich mit dem Schlepper rum und hole die Beregnung. Bis gleich. Yo. Von da hinten noch herholen. So, jetzt wollen wir mal eben gucken, ob die Flucht halbwegs passt. Ach, nicht, dass er schief gewickelt ist. Da bist du schief gewickelt, wenn er schief gewickelt ist. Ah. So, oh nee, das reicht, das passt noch nicht. Scheiß die Wand an. Da muss noch was, da muss noch anders, anders. Das reicht noch nicht. Thank you.
Oh Mann, falscher Hebel. Muss ich da auch noch gleich rausgucken, ey. Scheiße, ist der jetzt. Bisschen höher die Deichsel. Kacke. Da steht extra, ist extra ein Bild drauf. Man muss nicht mal lesen können, um das zu verstehen. Aber nein, nimmst immer wieder den falschen Hebel. So. Platt fahren hier. So. Der Fahrer rief gerade an, er hat die Dichtung im Auto und er kommt die gleich noch her. Können wir das Ding austauschen? Hat das rausgepisselt auf dem Ende, hoffe ich. Aber wahrscheinlich ist das wieder nicht mal eben. Einmal eben zugemacht, weil ich Ihnen da ganz kurz was erzählen will. Ich muss es aber gleich wieder aufmachen, deshalb fasse ich mich kurz, das ist zu warm. Da kam ein Kommentar, der poppte auf dem Handy auf, habe ich auch nur eben auf dem Sperrbildschirm über den ersten Teil lesen können. Ich weiß auch nicht mehr, gestern, vorgestern, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Da ging es sinngemäß darum, ob ich mal was dazu sagen könnte zur Beregnung, Wassernutzung. Ich habe den ganzen Kommentar danach nicht wiedergefunden. Zielte sicherlich darauf ab, Wassernutzung, Wasserknappheit, Ressourcenschonen und so weiter. Also zunächst einmal ganz vorweg, bevor ich auf irgendwelche genaueren Dinge vielleicht sogar noch eingehe, die schaffe ich nicht, bin gleich da. Solange wir sind hier, unter uns ist die Rotenburger Rinne und das Wasser von der Rotenburger Rinne wird nach wer weiß wohin verkauft, unter anderem auch nach Bremen zur Brauerei, die ihr alle kennt, Beck und Co. Also wer Becks trinkt, der hat hier unser Wasser. Wahrscheinlich brauen die auch noch woanders, aber ist egal. Das, was in Bremen gebraut wird, die kaufen das Wasser aus der Rotenburger Rinne und wo das sonst noch überall hin verkauft wird. Und solange das so ist und solange Tesla erst einen riesen Wald abhaut, um dann umweltfreundliche Elektroautos zu bauen und dann Unmengen an Grundwasser braucht, wo die sich da in der Gegend schon Sorgen machen, dass es gar nicht reicht und die wollen noch erweitern, die brauchen noch mehr Grundwasser. Ich weiß gar nicht, warum die so viel Wasser brauchen, das könnt ihr, wer es weiß, mal in die Kommentare schreiben. Aber die brauchen Unmengen an Wasser. Und das ist alles in Ordnung. Dafür kann das Wasser verschwendet werden. Solange das so ist, mache ich mir überhaupt keinen Helm darüber, ob ich meine Lebensmittel, die ich produziere, und das sind die Kartoffeln zum Essen, ob ich die bewässern darf oder nicht nachts. Da mache ich mir überhaupt keinen Helm. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Null. So, das vorweg. Und dann ist es so, wir sind weit genug. Dann ist es so, dass ich durchaus natürlich bereit bin, über Dinge nachzudenken, die den Wasserhaushalt verbessern. Ackerbaulich
aber auch technisch, was die Beregnungstechnik angeht und. Die Entwicklung geht weiter und da kann man sich sicherlich in Zukunft noch viele, viele Gedanken machen und viele Ideen ausprobieren und umsetzen und sowas. Überhaupt kein Thema. Und da bin ich auch gerne bereit dazu, da mache ich gerne mit. Wirklich, denn mir ist das Wasser nun mal auch sehr wichtig, wie ihr euch denken könnt. Aber solange das so ist, wie ich sagte, ach, der ist schon auf Kracher. Ja, das ist doch gut. Solange, denke ich, geht das schon klar. Das erlaube ich mir, Lebensmittel zu bewässern, damit die ordentlich wachsen und wir alle was zu beißen haben. So, egal ob das Chips, Pommes, geschälte Kartoffeln, Bratkartoffeln, gekochte Kartoffeln, Salzkartoffeln, was auch immer für Kartoffeln sind. Man kann das Kartoffelpüree kroketten, ganz egal, einfach halt Kartoffeln, die einen guten Nährwert haben, die super schmecken und die auch satt machen können. Habe ich da kein schlechtes Gewissen, ganz im Gegenteil. So, somit ist der Kommentar beantwortet. Das war mir aber auch wichtig, dass ich da noch kurz was zu sage. Wenn ich da noch mehr zu sagen soll oder wenn ihr Ideen habt, sachlich, konstruktiv, dann sehr, sehr gerne in die Kommentare, würde mich freuen. So, jetzt fahre ich nach vorne. Vater ist gerade mit dem Autowagen gekommen, sehe ich gerade. Dann müssen wir da jetzt mal eben schrauben, ne? Also, bis gleich. Jetzt ist er schon 5 durch, aber das wird nicht besser mit der Sonne. Junge, Junge. Riesenkram, ey. So. Ich bin da gleich noch zwischen. Ja, ist viel Zeit vergangen. Zwischen dem letzten Mal Kamera an. Weil da so viel dazwischen kam. Ich hatte mit meinem Vater. Wo seid ihr denn? Da. Ich habe mit meinem Vater die Dichtung noch getauscht. Die ist drin. Wir wollen die alten Bolzen. Wir wollten die scheiß Bolzen erst nicht wieder rein, aber jetzt sitzt das alles. Und dann klingelt das Telefon. Habe ich fast einen Termin vergessen, aber nur fast. Ich hatte den auch im Kalender eingetragen. Also kurze Zeit später hätte mein Handy mich auch daran erinnert, dass der Termin ist. Und zwar mit dem Vertreter von der Brauerei. Julian. Hat Spaß gemacht und denkt, das passt, was wir bestellt haben. Jo, ne? Leider auch viel Lieferzeiten, also es geht nicht um Flüssiges, sondern noch ein paar Sitzgelegenheiten. Leider auch Lieferzeiten, aber im Moment gibt es ja nichts ohne Lieferzeit. Von daher ist es dann so. So, langen Schlauch habe ich drauf. Jetzt müssen wir nur noch mal eben ein bisschen hoffen, dass der auch reicht. Gut, ich würde mich jetzt nicht so sehr wundern, wenn da so ein Stück fehlen würde gleich. Jo, das sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus. Kupplung, Pilz, Kopf, hier hin, irgendwo hin, wo ihr was sehen könnt.
den kurzen Schlauch noch inzwischen rausgezuppelt, weil, das zeige ich euch gleich. Ich weiß nicht, ob das gestern war oder heute oder wann, habe ich euch das ja schon gezeigt, dass ihr hier angefangen ist runterzurutschen. Und das ist jetzt noch weiter, jetzt ist die Schelle auch noch weg. Und ich habe echt gar keinen Bock auf nächtliche Überraschung. Der kommt mir nach Hause. Einmal runternehmen, Spüle ran, neu rauf. Wahrscheinlich reicht das Werkzeug sogar, was ich hier habe. Aber jetzt habe ich den über die Kartoffeln gelegt, dann passt das so. Dann brauche ich mich jetzt hier nicht abquälen, das machen wir zu Hause. So, da ist alles soweit startklar. Jetzt ist das 5:30. Warte mal, wie lange läuft das Ding? 10 Stunden, 10,5 Stunden plus Vor- plus Nachlauf. 6. Nee, die machen wir, müssen wir noch nicht anmachen. Dann kann das erst noch ein bisschen später am Abend werden. Dann um zwischen 8 und 9 anschalten. Dann passt das. Oh, der Akku ist auch schon wieder leer. Oh. So, das reicht wohl, wa? Steht immer alles im Weg. Was denn? Ja, ne? Kann man aushalten, sagst du. Oh. So, Palettengabe. Muss man eben nach dem Datum gucken. Jo. Hui, moinsen. Freitag, 18. Der Akku ist gleich ganz alle. Also schnell sein. Die Zaunbauer sind da. Jens ist da und wir geben Gas. Hier, das streichelt so, ne? Zur Abwechslung mal wieder im Autowagen. Wir haben richtig Scheiße mit der Beregnung. Letzte Nacht ist die wieder ausgegangen, wir haben es nicht mitgekriegt. Jetzt haben wir es auf Schnelldurchlauf gestellt. Die muss jetzt eben durchziehen. Das hilft alles nichts, weil wir die nächste Nacht ganz dringend in den Prinzess müssen. Die kommen jetzt in der Blüte. Die brauchen ganz, ganz dringend Wasser. Und deshalb, wie gesagt, da jetzt einen so schnell wie geht durchziehen, dass sie fertig wird. Und dann, ja, weiß ich auch nicht, wie wir das machen. Da muss ja bald jede Stunde hingucken, dass der Mist noch läuft. Ne? Ich hoffe, dass sie wenigstens jetzt noch an ist. Wir haben das jetzt 9:30. Ja, 9:20. Zaunbauer haben die Fehle jetzt gleich fertig und dann machen die Feierabend, weil bei dem Wetter brauchst du keinen Zaun bauen. Das wird jetzt aber über Mittag nicht besser. Und dann sind die morgen früh wieder mit Sonnenaufgang wieder da, dann ziehen sie das Knotengeflecht herum und dann ist morgen Mittag ist der Zaun. Ja, morgen Mittag ist der Zaun dann fertig. Und ich gehe gleich mit Jens bei bauen wir die Beschattung, dass sie sich irgendwo unterstellen können, wenn die Sonne so knallt, dass die Viecher da schönen Schatten haben. So, sie haben ja, hatte ich ja glaube ich schon gezeigt, die haben ja ein bisschen Schatten von den Bäumen, von der Straße, aber das reicht uns nicht, das soll noch ein bisschen schöner. Ja, mal sehen, das kriegen wir schon. Dann müssen die Tränken noch umgebaut werden und das eine Weideturm müssen wir noch festfummeln. Da fehlen mir jetzt diese Halter für, die Pimmel. Die muss ich mir erst besorgen, das schaffe ich aber diese Woche nicht mehr. Deshalb werden wir da erstmal ein anderes Gatter vorstellen. Wir haben noch so ein Pferdegatter mit einer Manntür drin, das kommt erstmal ran. Und dann können wir dann nächste Woche das dafür vorgesehene Tor anbauen. So. Oh, das kann ich eigentlich. Ja, sie läuft noch. Ich fahre jetzt nicht rum, weil ich habe keine Zeit. Wichtig ist nur, dass sie nur an ist. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber sonst, wenn ihr es nicht sehen könnt, müsst ihr mir das jetzt einfach eben so glauben. Das wird. Oh Mann, das ist doch scheiße, ey. Ich weiß nicht, warum das Mistding immer ausgeht. Vater war jetzt der Meinung, die muss überhitzt sein, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass die nachts. Gut, das ist jetzt ja nicht so kalt geworden. Wir hatten ja immer noch 23, 24 Grad letzte Nacht. Aber normalerweise kann das nicht angehen, dass das Stromaggregat so überhitzt. Wir haben ja jetzt auch einen Lüfter zu rangestellt, dass er mehr durchpustet und dann müssen wir gucken, was passiert. So,
halb 10, muss ich halb 11 nochmal wieder hin, einmal jede Stunde einmal gucken. Sehr gut, also weiter geht's auf der Weide später. Ach so, und Vater und Schwade noch den Rest zusammen und dann habe ich einen Lohner angerufen für heute späten Nachmittag zum Pressen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Eigentlich müssen wir die heute Abend noch nach Hause holen. Dafür muss ich dann auch noch vorbereiten. Also Jens und ich machen auch nur bis Mittag auf der Weide, weil ich habe keinen Bock auf noch schärferen Sonnenbrand. Und Jens auch nicht. Und dann kann ich nach dem Mittag beigehen und Platz freiräumen für die Heuballen. Weil das werden ein paar mehr. Mal schauen. So, bis gleich. So, wieder eine Stunde rum. Ich mache Beregnungstour, gucken, ob die Scheiße noch läuft. Zaunbauer hat gerade Feierabend gemacht, der fährt nach Hause, legt sich hin. Ist auch richtig so, der hat genug geschwitzt. Der kommt morgen, zwischen 4:30 und 5 kommt er wieder morgen früh. Und dann ziehen die beiden das Tongeflecht und dann ist der Zaun fertig. Viele sind alle drin. Sieht top aus, echt. Also einwandfrei. Das hätten wir im Leben nicht mehr fertig gekriegt. Niemals. Da haben wir jetzt eben noch ein paar lange Bretter gesucht. Jens legt die jetzt schon mal eben auf Länge. Und da drehen wir dann das Netz, das haben wir rübergezogen, da drehen wir das Netz ein, dass wir das verschrauben können, dass das fest ist. Und dann ist der Unterstand für Esel und Bonnies fertig. Jo, und dann hatte ich eine Eselstute gefunden. Die können wir uns Anfang nächster Woche angucken. Die würde gut zu unserem UC passen. Mal gucken. Auch nicht zu teuer, nicht so weit weg. Könnte was sein. Mal sehen. Ich werde da sonst heute Abend, muss ich Heu fahren wahrscheinlich. Morgen, Tag über oder so, wäre ich sonst auch gerne hingefahren. Gleich Anhänger hinter gucken und dann im 2x2 mitnehmen. Aber das passt ihm morgen nicht, weil er selber auch noch am Heu machen ist.
Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt kommt jetzt auch ein paar Tage auch nicht an, denn Anfang nächster Woche, und dann ist schön. So, Regnung gucken und dann geht das noch weiter. So, für heute ist hier Schluss, das ist nicht mehr auszuhalten. Aber wir sind auch fertig. Ich zeige euch das dann nochmal genauer. Ist jetzt ein bisschen Beschattung. Ich vermute mal, dass die sich sowieso unter die Birken lieber legen als dahin. Aber wir haben jetzt was gemacht und wenn die in Schatten wollen, können sie in Schatten. Und das war uns wichtig. So, die Tränke baue ich da noch hin, aber erst wenn der Zaun fertig ist. Der steht sonst im Weg rum. Ja, hier die Pforte noch einbauen. Und dann ist das morgen soweit hier erstmal fein. Dann geht es weiter hier mit Aufräumen. Jedenfalls so viel, wie ich noch schaffe. Alles werde ich nicht schaffen bis Sonntag. Aber auf jeden Fall können hier dann schon die Tiere laufen und unsere Gäste können hier gucken. Oh, herrlich, ich freue mich. Oh, so, die letzten Strompfähle noch eben hier aufgeladen. Die kommen mit an der Seite. Einen Freischneider brauche ich hier noch. Ich will da an der Seite noch einmal lang gehen. Aber heute auch nicht. Vielleicht heute Abend, aber vorher nicht. Und dann können unsere Gäste, wenn sie nicht die Weide betreten sollen oder wollen, das wissen wir ja alles noch nicht, wie es läuft, können die auch da an der Seite lang gehen. Sehr schön. So, noch ein bisschen Eckenheu eingesammelt hier für Esel und Ponys. Na, ein bisschen runterstopfen, nicht, dass ich das gleich die Hälfte verliere. Mögen sie gerne. Hier an den Ecken hat er solche Vollpfosten gebaut. Also das sollte halt eine feine Sache. Und auch die Höhe hier, wenn man das jetzt mal so sieht, ich und der Vollpfosten. Der Vollpfosten und ich, den Esel zuletzt nennen. Ich, der Vollpfosten. Das ist doch geil. Also das ist doch mal mega. So, und wir haben hier jetzt einen Abstand zwischen, dass wir hier nochmal Strom drauf jagen können, wenn wir das wollen. Auf den äußeren Zaun. Das gefällt mir richtig gut. Jo, so, und dann können wir noch mal eben da an dem Unterstand vorbeifahren. Dann habt ihr den auch schon mal gesehen. Und danach fahre ich hier das Heu eben rein und dann geht es auch gleich los mit Ballenpressen und Abfahren. Mein Vater ist da schon hin mit dem Wagen. Ich fahre gleich mit einem Plattformwagen noch hinterher. Die Akkuliner sind mit hin, beide Plattformwagen. Mal sehen, wie viel das da werden. So, er wollte, wie gesagt, jetzt irgendwann auch da sein mit der Presse. Ach, Schatten ist was Feines. Hier brauchen wir jetzt auch Regen, sonst wäre das nicht grün, du. Wir haben das schon höher gemäht als üblich. So, hier ist unser Machwerk. Ach, ganz kurz einmal da reingehen. Ganz uneigennützig in Schatten. So, das ist jetzt erstmal nicht mega hübsch. Also für mich ist es hübsch genug. Also ich finde das schön so nicht. Aber es ist halt alles aus Material, was hier rumlag. Das, die drei Dreiecke, die hatte Jens mir mal geschenkt. Das war früher die Schaukel bei denen im Garten, aber die Kinder sind zu alt zum Schaukeln, brauchen die Schaukel nicht mehr. Die stehen hier jetzt auch schon 2-3 Jahre bei uns rum. Wir wollten die eigentlich als Schaukel wieder aufstellen, haben mittlerweile aber eine andere Schaukel und dafür ist das jetzt hier eigentlich ganz gut geeignet. Einfach aufgestellt, eine dicke Bohle hinten, die hält den ganzen Quatsch zusammen und dann hier noch ein paar Dachlatten, vorne Dachlatte. Unten mit dem Brett eingewickelt, das Netz, das Brett angeschraubt, fertig. So, und es gibt halt Schatten. Und wenn die dann, wenn es ganz zu heiß wird, so wie so ein Tag wie heute, dann können sie sich natürlich gerne hier reinlegen. Und es weht trotzdem noch ein kleines Lüftchen durch. Und das finde ich auch wichtig. Ich wollte auch ungern eine Plane haben. Wenn es richtig aus Eimern schüttet, dann können sie ja auch in Stall. Dann müssen die nicht auf der Weide sein. Das geht hier nur um Sonnenschutz, nicht unbedingt gegen Starkregen. Und so ein bisschen Nieselregen schadet den ja auch nicht. Jo, so, hier bin ich noch am überlegen, also das machen wir jetzt hier alles zu mit Zaun. Morgen früh, hatte ich ja gesagt, kommt er, macht das hier zu. Eventuell mache ich das hier irgendwann nochmal wieder auf und mache hier noch eine Pforte rein. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, aber ich glaube, verkehrt wäre das nicht. Ich habe sogar, glaube ich, noch so ein verzinktes Ding, was hier zwischen passen könnte.
Da fehlt mir jetzt aber die Zeit für, also das können wir uns in Ruhe überlegen. So, und hier hinter werde ich dann nochmal mit dem Freischneider lang gehen. Das werde ich aber jetzt vermutlich auch nicht schaffen. Da muss ich erstmal noch die eine Wasserleitung da ein bisschen einbuddeln. Einmal freischneiden und dann vielleicht auch eben grob abhaken. Und im Anschluss danach kann man dann noch ein bisschen Gras da drauf schmeißen und dann hier auch mit dem Rasenmähertrecker einmal lang mähen, dass man hier hinter auch lang gehen kann. Also das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Wer denn keinen Bock hat, auf die Weide zu gehen oder wir auch sagen, im Moment bitte nicht auf die Weide gehen, kann ja auch passieren, weil die Tiere gehen dann in dem Fall vor, ne? Also die sollen sich ja wohlfühlen hier. Dann kann man von außen eben gucken, wenn man möchte. Und dann kann man hier lang gehen. Bis hier vorne ran. Jo, also so weit, so gut. Das gefällt mir. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin selber echt gespannt. Da sind noch einige Ideen, was wir davon umsetzen, wissen wir noch nicht. Aber einiges bestimmt. So, die Tränke, die kommen später hier hin. Da muss ja vorher morgen früh erstmal eben hier der Zaun fertig. Und dann stelle ich die Balltränke hier hin. Dann können die erstmal saufen. Da ist noch eine Schnelltränke, die werde ich aber wahrscheinlich, also da bleibt die ja sowieso nicht, ist klar. Aber ich werde wahrscheinlich noch eine aus dem Kuhstall, die ich ausgebaut habe, eine größere Schnelltränke hierher holen und die dann tiefer anbauen, dass da die Ziegen dann rankommen. Wenn ich das nicht schaffe, stelle ich erstmal ein Bottich hin, wo die Ziegen drauf saufen können, bis das soweit ist. Aber weil da kommen die ja nun nicht ran. Das ist mehr für Ponys und Esel. Aber dann läuft das auch. Dann ist Wasser und Futter erstmal gesichert und ich gehe jetzt auch mal ganz stark davon aus, dass sie hier dann nicht ausbrechen so schnell. Aber die haben hier jetzt auch, ja, sind 0,6 Hektar mit den paar Viechern, also das, da haben die erstmal genug zum Erkunden. So, jetzt aber weiter. Das Heu ruft. Heu. Heu, heu, heu. So, Vater hat ja die Akkuleiner, die, das geht nicht so dolle, sagt er. Ich glaube, die fahre ich jetzt nach Hause unter das Dach. Da kann er in der Zeit diesen Wagen voll machen und da steht auch noch einer. Da ist er mit der Presse. Matze ist wieder da. Matze! Matze! Gebadet. Ja, früher war das mal unser Geheimtipp. Die Zeiten sind auch vorbei. So. Den stelle ich, glaube ich, dahin. Oh, das werden noch ein paar Ballen hier, ne? Oh, das werden noch ein paar Ballen hier, Teufel. Wenn das Heu weg ist. Noch die Beregnung umstellen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das heute ein bisschen später wird. So, aber schönes Heu, echt. Richtig schönes Heu. Ein besseres Heuwetter kann es nicht haben. So, hier passt das wohl. Das sieht gut aus. Boah. Feine Sache, so eine Klimaanlage. Ha. So.
denn fahren wir jetzt an die Akkuliner ran und fahren die nach Hause. Und den Schirm, die laden wir jetzt nicht ab und dann fahren wir die restlichen Ballen hier mit dem Plattformwagen nach Hause und da werden wir abladen müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Junge, 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 Junge. Das gibt Heu. Warte! Moin! Der macht jetzt auch nichts anderes außer pressen im Moment. Wir werden es sehen. So, nochmal, da stehen ja auch noch drei, vier Stück da noch. Natürlich passt die Deichsel nicht. Das war ja klar. So. Zwei Stück da hinten noch auf. Klappen sind zu. Alter, du gehst kaputt hier in der Sonne. Hey! Moin! Kollege! Kollege, was ist los? Noch ein bisschen klappern und tschüss. So, haben wir eben für Allrad entschieden. Ich habe nämlich keinen Bock, hier noch große Spuren reinzufahren beim Ankratzen. Das ist glatt noch ein bisschen feucht hier. Man soll sich wundern. Aber es ist halt auch Wümmeniederung. So, da ist eine Grippe. Ich fahre jetzt in die Richtung, dann fahren wir da vorne runter. Hier ist mir das zu steil und zu eng mit den beiden Kippern. Puh. So, auf ein neues. Er hat gerade angerufen, er ist jetzt fertig. Er hat, was hat er jetzt, 95 oder 99 gesagt? Ist auch egal, sagen wir halt 95. 95 Heuballen gepresst. Vater lädt gerade einen Wagen noch ab und dann muss er noch mal hin. Und ich bin jetzt hier bei meiner Lieblingsbeschäftigung. Um mal eben erst den Hydranten zu drehen und dann gehen wir ganz, ganz Sutsche weg da zur Beregnung. Lassen den Druck runter und dann geht das Ärgern los. Nein, das klappt bestimmt alles. Ich mache mir jetzt überhaupt keine Sorgen hier. Ist alles gut. So. So. Das wird bestimmt heute auch noch fertig hier mit dem Zudrehen. Ja, und dann können wir die. Jetzt ist zu. Dann können wir die Beregnung nachher noch eben umstellen. Ich weiß gar nicht, ob die Ackerschiene zu Hause geblieben ist, die wir brauchen, oder ob die noch am 414 dran ist beim Heuladen. Das wäre jetzt blöd. Aber das stellen wir auch noch fest. Erstmal nehmen wir jetzt hier das Schlauchgedöns alles leer machen. Das ziehe ich, zecke ich mir hier auf dem Autowagen rauf.
Und dann ist das Schlimmste hier schon weg. So. Gott, das Ding, das raubt einen echt den letzten Nerv. Kann's nicht glauben. Entschuldigung, hab grad was getrunken. Die Luft muss raus. So, erstmal da. Oh Gott. Das ist immer noch so heiß. Druck ablassen. Der ist auch weit genug eingezogen, also hatte ich das ganz toll hingestellt, habe ich super gemacht. So, jetzt den auf. Ah, es ist mit einer Hand, ist das auch scheiße, ne? So. Nächsten auseinander. Ach, glaubst du das? Ich habe doch vergessen, den anderen Schlauch zusammenzuschrauben. Scheiße. Hoffentlich brauchen wir den gleich nicht. Mist. Oh, natürlich brauchen wir den. Hätte ich den fertig geschraubt, hätten wir nicht gebraucht. So wird das sein. Oh Mann. Auseinander. So, jetzt nehme ich das noch auseinander, dann knipse ich erstmal aus. Das habt ihr beim letzten Mal schon gesehen, wie ich das Wasser rausdrücke. Ist ja jetzt nicht so spannend. Richtig? Richtig. Oh. Mir das. Den kurzen Schlauch habe ich ihm aufgewickelt. Und den kaputten habe ich mir hinten an der Seite gelegt, dass ich da rankomme, falls ich den noch reparieren muss. Ja, so. Jo. Da ist das Ende. Puh. Sehr gut. Das haben wir gut hingekriegt, oder? Und da ich weiß, dass ihr immer dabei seid, ist das auch halb so schlimm. So, puh, ist den Schlauch noch an den Breken und Tüdeln, wobei wir den eigentlich, lass mich mal grübeln, ja, das muss ab, wir müssen ja gerade drehen, dann wickeln wir den auch eben auf und legen den mit auf die Beregnung. So, wenn ihr Bock habt, könnt ihr zugucken, wenn ihr keinen Bock habt, spult ihr jetzt vor. So. Sind wir denn da? Geht das so? Keine Ahnung. Wow. Ist auch noch Wasser drin. Jo. Komm, mach dich gerade. Oh. Geht doch. Ich glaube, da sieht man,
dass man diese Beregnungsgeschichte nicht aus Langeweile betreibt. Boah, da würden dann durchaus andere Sachen einfallen. So, der hat auch verloren. Jetzt wäre schön, hätte ich einen Schlepper hier. Habe ich aber nicht. Ja. Habe ich aber nicht. Denn überlege ich mir jetzt, was wir tun. Fahre ich den? Ne, ich brauche erst einen Schlepper, das bringt nichts. Ich habe erst gedacht, ob ich jetzt die Schläuche da schon auslege, aber nachher, nee. Dann passt das auch alles wieder nicht oder liegt im Weg rum, das ist Mist. Rüberfahren will ich da ja auch nicht. Also, Autowagen, ab nach Hause. Gucken, ob die Ackerschiene zu Hause liegt. Kommt die Ackerschiene an 7.16, falls Vater noch nicht fertig ist mit dem Heu. Und dann kommen wir hier wieder zusammen her. Und da ich eh fünfmal fahren muss, ist es auch egal. So, bis gleich. Die Ackerschiene ist natürlich noch am 4.14. Und der 4.14 ist natürlich noch beim Heuladen. Also hole ich mir die jetzt da weg, dann fahre ich zur Beregnung, setze die Beregnung um. Und dann fahre ich nochmal mit dem Autowagen los, mache die ganzen Schläuche ran und dann ist es auch schon so spät, dass ich die auch schon anschalten kann. Ei, jetzt haben wir es 10 vor 6, aber wir kommen ganz gut. Wir kommen eigentlich ganz gut voran heute. Wenigstens das haut dieses Jahr richtig hin. Ach, der Stützfuß, Mann. Wegzirkeln, bisschen tiefer lassen. Erstmal drehen. Dann drehen wir erstmal ein kleines Stück noch weiter. So, weil der Akku fast platt ist, guck mal, der Helm, der ist auch schon weggeflogen. Mache ich eben ohne euch weiter, ich melde mich gleich wieder. Das staubt hier wie Atze. Muss den Regner noch mal umstellen. So. Ja. So sollte das gehen. Ach, das ist doch alles Plastik. Das ist hier gut. Ach, das ist scheiß drauf. Fahr mal rüber, geht, ne? So. Ab nach Hause, Autobahn holen. Gucken, ob er spülen kann. Vielleicht ist da noch ein bisschen Druck drauf. Sehr gut. Sand rausklopfen. Nein. So. Ist raus. Das passt auch. Junge, 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 Junge. Den ziehen wir gleich noch ein bisschen nach, dass die Schlaufe rauskommt. Boah. Boah. Ach komm.
So, dann müssen wir hier gleich noch eine Bucht legen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so gut passt. So, den dahin. Oh, ihr wart ja außer Kehr. Ich habe den Schlauch dran. So, jetzt mache ich hier alles startklar und dann Pumpe an, dann kommen wir hier wieder her. Bis gleich. Euch Unterflurleitung, beste Investition ever. Gott, spart das viel Arbeit und Stress. So, Wasser läuft, da kann man nicht sehen. Ne? Wir fahren da gerade auch die Kamera so komplett eingesaut. Ey. Drehen tut er, funktioniert. Ah, traumhaft. So, jetzt noch einmal zur anderen Seite. Da sind anscheinend gerade Spaziergänger am Duschen. Das ist auch was Feines. Jo. Das passt. Und die meinen, sie müssen ihr Auto hier waschen. Aber die Bauern sind ja nicht Schweine. So. Geil. Hier sind jetzt die abgeladenen Ballen. Haben wir eine Folie unter, was besser ist. Da steht noch ein voller Plattformwagen. Die Akkuliner, die beiden sind voll. Und dann kommt gleich noch ein Plattformwagen zu und dann muss ich mir noch in mich gehen und gucken, wie viel wir verkaufen. So, Schluss jetzt. Hui, moinsen, Samstag, 19. Das ist jetzt schon, ich glaube, 9 Uhr. Wir haben schon 4 Stunden Arbeit hinter uns. Der Frühvogel kann mich zwar mal, aber das war ein bisschen frischer. Leider war der Akku alle. Ja, also Laden fertig, Reis fertig. Beim Schlachter war ich schon. Ina war schon einkaufen und jetzt geht es auch um Weide weiter. Verdammte Scheiße! Das kann doch nicht angehen. Irgendeine scheiß Standrohr da angeschraubt. Dann ist auch die komplette Unterflurleitung fertig, das fehlte noch. Und da habe ich gesehen, dass die fucking Speicherkarte voll ist. Alter, das sind jetzt dann schon wieder 2 Stunden Material. Kann nicht angehen, ey. Also sicher ist sicher. Der Vlog endet jetzt. Ich war jetzt gerade nach Hause. Wenn ich zu Hause bin, kommt die Speicherkarte und Rechner. Ich ziehe das Material rüber. Und dann geht das nahtlos weiter im nächsten Vlog. Das kann echt nicht angehen, ey. Jetzt ist kurz nach 10, Samstag. Und wie das weitergeht und ob das Wochenende toll gewesen ist, das seht ihr dann im nächsten Video. Also. Danke fürs Reingucken. Oh, verrückt. Ich habe Material, das gibt's überhaupt nicht. Danke fürs Reingucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In Nummer 214 dann schon. Ha, Wahnsinn! Reinhauen. Achso, hier, Daumen, ne? Abo und sowas. Aber das wisst ihr ja. Ihr seid ja eh die Besten. Danke euch, wir sehen uns. Fürsing! Mami! Someone to save you.